was wir hier in Dortmund erlebt haben, steht an, wie wird das der NRZ gehen, wie wird das der WAZ gehen, was wird denn als nächstes passieren, wenn Verlage immer mehr sich gleichschalten aus marktwirtschaftlichen Gründen. Und das betrauern wir heute hier. Der Verlag stellt sein Handeln mit dem Unwort alternativlos dar, ohne überhaupt mit Beschäftigten als Alternativen oder über Alternativen diskutiert zu haben. Liebe Trauergemeinde, liebe Kollegen und Kolleginnen der Westfälischen Rundschau, wir werden uns jetzt weiter bewegen, wir werden jetzt zum Alten Markt rüberlaufen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, begleitet von Freunden und Lesern eurer Zeitung, die an eurer Seite sind, mit euch leiden, mit euch kämpfen. Es ist eine beeindruckende Demonstration gegen die Einstellung der Westfälischen Rundschau als eigenständige Lokalzeitung und die Belieferung der Westfälischen Rundschau mit dem Lokalteil der Ruhrnachrichten. Also in Dortmund herrscht keine Alternative mehr. Damit ist die sozialdemokratische Traditionszeitung Westfälische Rundschau nur noch eine Hülle, die beliefert wird aus anderen Quellen, aus den Quellen der Konkurrenz. Und wir haben hier in Dortmund wahrlich einen Medieneinheitsbrei. Muss man denn damit rechnen, dass es weitere Regionalzeitungen trifft? Es ist ja eigentlich davon die Rede, dass das Lokale das ist, was die Zeitungen noch für sich haben, wo sie noch einen Vorsprung haben. Ja, und ausgerechnet deshalb verstehe ich auch die Entscheidung der WAZ nicht, dieses Lokale eben wegzuschieben, wegzudrücken. Und ich kann nur hoffen, dass letztendlich daraus kein Modell entsteht, dem andere Verlage in Deutschland folgen werden. Das darf einfach nicht sein.